So, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und ich kann euch eine Sache versprechen, das wird eine richtig kranke Batshit-Runde. Und zwar wörtlich krank, weil ein Gebotte wieder, ey, unfassbar. Unfucking fassbar, was hier an Gebotte abgeht. Okay? Ja, ich suche neue Clan-Member übrigens für meinen Clan. Damit ihr Bescheid wisst, Bedingung ist ein 10er-Panzer. So. Unsere Artis meinen, es wäre eine mega tolle Idee, sich komplett falsch irgendwo hier hinzustellen, weil warum auch immer, keine Ahnung. Frag mich nicht. Bulldog möchte, dass ich zurückfahre. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Ja, weil er Angst hat, dass ich ihm Spot-Damage wegnehme, oder was? So, Scherenfernrohr ist an. Da hinten geht AMX 1390 auf. Und es schießt keiner drauf. Wunderbar. Das nenne ich doch mal Teamwork. Ich spotte, keiner schießt. So, der nächste. Ich spotte, keiner schießt. Ja, kann man noch mal machen, ne? Da bist du gezwungen, selber zu schießen und dann aufzugehen. Ja. T54, einmal getroffen, einmal daneben. Seht ihr, wo hier unsere Artis stehen, da hinten? Die werden auch, sagen wir mal, bis Ende des Spiels kaum was geschissen kriegen. Aber seht mal gleich selbst. So. Dort ist ein Panther und ein T-54er. Panther hat wohl schon mal Emmerich gehabt. Und jetzt kommt diese schwule Scheiße mit dem Turm hier, wo ich erstmal drüber fahren muss. T-54er. So, ich repariere meinen Turm. Fahr auch hier lang, damit er mich irgendwie nicht trifft. Fahr erstmal einen Berg hoch, was ein Fehler ist, weil Batchet dann an Geschwindigkeit verliert. Mach hier diverse Panzer auf, mach so ein paar Schwenker. Rechts, links, oben, unten, damit mich, ja, da wird scharf auf mich geschossen, aber die verfehlen ihre Schüsse. Ja, ne, ihr seht ja, wir haben zwei Conqueror-Artis und ich krieg null Hilfe. Ne, dafür ist sie doch gebaut worden, da hinter Hügeln zu schießen. Warum lebt denn der T-54er noch? Der ist low HP, den braucht ihr nur noch zu splashen. Aber ist gut, weißt du, Hauptsache da hinten in der Ecke rumstehen da und rumbotten. Und Ziele sind mehr als genug offen, ne? Für die Conqueror-Artis. Mehr als genug. Da, Objekt 268. Zack, die Bohne. Ich drehe mich zur Seite. Er hilft mir wieder auf, sonst wäre ich hier verloren gewesen. 30B, richtig cooler Typ. Diese Aktion, ne, was der 30B bringt, denn er rettet mir das Leben, wird spielentscheidend sein. Aber das seht ihr am Ende des Gefechtes. Da, ich mache wieder diverse Panzer auf und unsere Artis schießen nicht drauf. Und dadurch, dass die an so einer Homo-Position sind, ja, sind die gerade auf der Flucht. Ja, und können nicht wirken, denn sie werden weggerusht. Was eine Homo-Position, Mann. Wieso fährt man mit der Arti dorthin? Vor allen Dingen, wenn ihr schon dorthin fahrt, weil das ja so eine tolle Position ist, warum habt ihr noch keine Kills, obwohl hier lauter One-Shots rumgefahren sind? Beziehungsweise der T-54er, wir haben zwei Conqueror-Artis. So, ich mache hier wieder diverse Panzer auf. Bin im Reload, bin gleich fertig.
mach wieder was auf. Fahr rückwärts ran. Einmal abgeprallt, durchgegangen, abgeprallt, abgeprallt. Ja, das wäre jetzt die Aufgabe der Arti, würde sie da hinten stehen. Ja, aber dadurch, dass die hier stehen, können die auf die dicken Dinger nicht wirken. Und wenn ich da drauf schieße, da pralle ich halt natürlich ab, weil die so komisch angeschrägt sind. Ja, das ist ein STI, der hat eh eine Panzerung wie sonst was. Ja, Gigabot Artis schreibe ich sogar noch. Und der zeigt mir Stingefinger. Ja, bist du doch, Alter. Was gammelst du denn da hinten sinnlos, ey? Meine Fresse, Alter. Da hast du schon drei Artis, dann können davon zwei nicht wirken, weil sie da hinten rumschwulen, ey. So. T57er einmal. Zweimal. Der ist wahrscheinlich auch durchgegangen. Hoffe ich. Bin nochmal in Reload. Kommt der nächste Bot. Müsst ihr mal gucken. Bin im Reload. Geh in meinen Scoutbusch. Um zu spotten. Mach auch was auf. Und jetzt meint der T54 Mod 1, sich hier hinzustellen. Aufzugehen. Ja, der ist jetzt auf. Der Gegner versucht auf ihn zu schießen. Ja, pass auf. Der stellt sich jetzt genau hinter mich. Der ist auf, ne? So, ich krieg einen Schuss ab, weil der Depp sich hinter mich stellt und anfängt zu schießen. Jetzt blockiert er mir den Rückweg. Ich kann nicht zurück. Ja, und aus lauter Hass schieße ich auf seinen Turm, bin abgeprallt. Ein Gebotte, sag ich dir. Ein Gebotte, ey. Versteckt sich hinter mich, fängt an zu schießen, geht auf. Der Gegner will den treffen und trifft dafür mich. Und ich hatte Glück, dass nur meine Ketten getroffen wurden. Wäre das eine Arti oder so, wäre ich weg gewesen, ey. Artis am Rumbotten. Ah ja, übrigens, der Skoda T150, der gammelt schon seit einer halben Stunde da hinten, ne? Das ist so eine 45% Winrate Botting Hardcore Noob. Ich krieg die Krise meines Lebens mit diesen Kindern, ne? Ohne Scheiß, Mann. Objekt 268. Einmal. Zweimal. Du, ich kann aufmachen, was ich will. Da schießt keine Sau drauf. Ja, jetzt 240 oder so. Egal, welche Position ich was aufmache. Da, bitte, schon wieder. Da einer. Null, nur sterben. Sterben, das können sie. Ja. Arti? Arti? Oh, Arti. 5 Minuten vor Schluss macht hier Arti mal was. Geil. Wurde auch mal Zeit. Denn der Badget hat nur begrenzte Munition. So, Low HP rausgenommen. Von hinten wird scharf geschossen. Objekt 268 hat mich verfehlt. Ich fahre hier hoch, um mir den Low HP T10er zu holen. Mach hier nebenbei ein paar Artis auf. Einmal. Zweimal. Die Artis sind auf, ne? Aber unsere Arti. Objekt 261 könnte schießen. Kann aber nicht. Denn sie steht hier. Immer noch. Immer noch. Das ist eine schnelle Arti, die hätte schon längst da hinten hinfahren können. Nö. Nö, nö, wozu? Gegner-Artis schießen auf mich hart, auf Blindshot. So, Leute, ich habe nur noch 2 Kugeln im Lauf, oder? Warte mal, nee, doch. Nee. Nee, 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 nee. Diesmal noch nicht. Nee, ich habe jetzt 5. Ich habe nur noch 7 Kugeln. 7 Kugeln und es sind noch 5 Panzer im Spiel. Davon 2x Objekt 268. So, jetzt habe ich einen Bot T, Skoda T150, der schon seit einer Stunde da hinten rumbottet. Artis spotten, killen 0. Sonst irgendwie was, killen, spotten 0. Unsere Arti nimmt in TD-Mod ein Objekt 268
raus am Ende des Spiels. 4 Minuten vor Schluss. So, ich suche Objekt 268. Wo kann er sein? Ich muss auch in voller Fahrt irgendwie durch die Gegend, weil wenn der mich einmal trifft, dann ist echt Arschkarte. Da ist es mir auch egal, wenn ich Bäume umschmeiße oder sonstiges. GWE 100 in Feuer, einmal abgeprallt. Zack, die Bohne. So, hab nur noch 2 Kugeln. Die Arti von uns wird rausgenommen. So, ich gehe in Reload. Ich brauche die 2 Kugeln. Oh, Skoda ist da. Skoda macht mal was. Skoda T50 macht mal was. So, hab gleich meine letzten 2 Kugeln im Lauf. Bleib hier unentdeckt. So. Oh, Skoda nimmt den Low HP 268 da raus. Ich fahr mal hier links, rechts, geradeaus. Arti will mich, trifft mich aber nicht. So, jetzt pass auf, ich habe das ganze Spiel alleine gerissen. Ich habe 5 Kills. Ja, der könnte mir locker meinen 6. Kill, meinen Krieger, lassen. Macht er aber natürlich nicht. Ich treffe einmal. Der wartet und nimmt sich den Kill. Dankeschön, du Bot. Sehr schön gemacht. Und ich habe 0 Kugeln. Wir sehen uns bei den Stats. Richtig kranke Stats. Bis gleich. Ja, hier sind wir bei den Stats. 4090 Erfahrung, und zwar müsst ihr euch mal reinziehen, knapp 7000 Damage, 3000 gespottet, und ich habe alle 30 Schuss, die eine Badget hat, verballert. Ja, 26 getroffen, 18 sind durchgegangen. Was für eine kranke Runde, ey. Was für eine kranke Runde, ey. Und unsere Artis, wo die standen, man, die konnten die ganze Zeit irgendwie nicht wirken. Ja, haben dann irgendwie im Nahkampf dann noch irgendeine Scheiße da gerissen. Alter, was für Noobs. Weißt du? Ja, mit so tollen Stats, aber stellen sich irgendwo hin, wo die kaum wirken können. Zumindestens hätte eine Arti oder zwei woanders stehen müssen. So, wenn eine dort steht, okay. So, was hatten wir denn im Gegnerteam? Objekt 268. Okay, Objekt 140. Ich glaube, habe ich den gekillt? Ja, den habe ich gekillt. So, Conqueror-Arti. Ah ja, vor allen Dingen, ne? Am Ende klaut sich ein Bot-Skoda meinen 6. Kill wegen Krieger, weißt du? Dieser Lappen. Ja, hier, 45% Winrate. Hat die ganze Zeit rumgebottet, ey, und am Ende klaut er mir so meinen Kill, damit ich keinen 6. Kill hab. Korrekt. Danke dir. Ja, der Rest, da brauchen wir gar nicht von reden. Dieser T54 Mod 1 stellt sich hinter mich, geht auf. Ich bekomme wegen ihm einen Schuss ab. Da blockiert er noch meinen Rückweg. Alter, was ein Gebotte, ey. Was ein Gebotte. Was ein Gebotte. Ekelhaft. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Puh. Ja, mit einer Badget kann man halt am Ende noch so ein bisschen selber noch was reißen hier. Okay, würde mich freuen, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert und auch meinen Sportkanal abonniert. Und ich brauche neue Clan-Member. Ich habe ja seit ein paar wenigen Tagen einen Clan eröffnet. Bedingung, um bei mir in den Clan zu kommen, ist ein 10er-Panzer. Ja, meldet euch bei mir. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ah ja, warte mal. Wie viel Credits? 110.000 Credits habe ich gemacht, aber ich habe so viel Schüsse verbraucht und alles. Sind nur 50.000 übrig geblieben. Abonnieren, bis dann, ciao.